nochmal bitte Vorname und Nachname sagen? Mein Name ist Heinz Kornhoff, ich bin Leiter der Autobahnpolizei in Göttingen. Kornhoff, was ist hier passiert auf der A7? Wo ist das hier? Auf der A7 ist es hier im Zuge einer Baumaßnahme zu einem leichten Erdrutsch gekommen. Die Ursache dafür ist noch nicht klar. Und aus diesem Grunde wurde vorsorglich der Verkehr auf dieser Fahrbahn gesperrt. Welchen Abschnitt handelt es sich? Ist das nur Richtung Nord oder Richtung Rhein-Richtung? Das ist quasi zwischen Göttingen Nord und Nordenharnberg. Und es geht nur der Verkehr in Richtung Nord, wird im Augenblick gesperrt und in Göttingen Nord abgeleitet. Also im Moment haben wir schon deutlich mehr als 10 Kilometer. Im Berufsverkehr wird das mit Sicherheit zunehmend sein. Auf den Umleitungsstrecken ist der Verkehr ziemlich dicht. Die Umleitungsstrecken sind zu, wirken sich insbesondere im Stadtgebiet Göttingen aus. Aber wir haben Verkehrsregelungsposten jetzt an vielen Stellen in Göttingen stehen. Kann man sagen, wie lange das ungefähr dauern wird hier? Also nach Informationen, die ich gerade eben erhalten habe, wird das etwa, oder man geht davon aus, dass man bis morgen Nachmittag braucht, um diesen Bereich, der abgerutscht ist, zu verdichten und auch wieder zu verfüllen. Das heißt dann am Dienstag, Nachmittag wird vermutlich wieder die Autobahn frei. Ab späten Nachmittag vermutlich, ja. Okay, und im Prinzip war es das ja. Richtig. Das, was wird hier, oder was ist das genau für eine Baustelle zu dieser Gesamtbaustelle? Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Also die gesamte Baustelle zwischen Göttingen und Nordenharnberg ist 17 Kilometer lang. Im Anschluss daran ist ja noch die Baustelle bis Nord am West. Und an diesem Bauwerk hier, was hinter mir ist, ist im Augenblick eine Überführung über eine Bahntrasse. Und im Zuge dieser Maßnahmen an dieser Bahntrasse ist es zum Erdrutsch, zu einem geringfügigen Erdabrutsch gekommen. Vielen Dank. Bitte? Wege Reinhardt. Herr Wege, erzählen Sie mal bitte, was hier passiert ist. Ja gut, es ist ganz offensichtlich infolge der Regenschauer der letzten Tage zu einem ganz kleinen Böschungsabbruch gekommen. Das würde ich aber jetzt nicht dramatisch nennen, das kann passieren. Dramatisch ist ja wahrscheinlich dann die Sperrung der Autobahn, aber ja. Wie gehen Sie jetzt hier vor, was wird jetzt gemacht? Sicher. Die Autobahn haben wir einfach deswegen gesperrt, weil wir natürlich für die Verkehrsteilnehmer überhaupt kein Risiko eingehen können. Von daher ist die Autobahn gesperrt und wir sind im Moment dabei, das Problem zu beseitigen. Wie wird das genau gemacht? Ja, wir gehen also jetzt eigentlich hin, dass wir das Loch, was Sie hier im Hintergrund sehen, mindestens provisorisch so weit verfüllen, dass man den Verkehr ohne Problem wieder laufen lassen kann. Das heißt, da wird Erde aufgeschüttet? Da wird Erde aufgeschüttet, genau. Wir werden also hier die Baugruppe mit tragfähigem, standfestem Material verfüllen und gehen davon aus, dass man also den Verkehr danach wieder ohne Probleme laufen lassen kann. Ja, wird das ungefähr dauern? Also ich gehe davon aus, dass die Arbeiten also morgen sicherlich noch dauern werden, dass wir aber morgen spätestens am frühen Abend damit durch sind. Ja,